Durch geschicktes Aushorchen hat Mia herausgefunden, wann Sven alias Bastian am nächsten Tag nicht zu Hause ist. Ohne zu zögern nutzen sie und Clio seine Abwesenheit aus. Guck mal, hier haben wir eine richtig schöne neue Edition Kaffeemaschine. Hey, du hast auch keine kriminelle Energie, oder was? Ja, entschuldige bitte, das ist mein erster Einbruch. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Ja, meine auch. Aber ey, jetzt lass mal, komm mal hier raus aus der Küche. Lass mal ins Wohnzimmer gehen. Ich fand die ja jetzt nicht. Die Freundinnen gehen auf Beutezug und durchsuchen die ganze Wohnung nach Wertgegenständen wie Technikgeräten und Schmuck. Das Diebesgut wollen die betrogenen Kosmetikerinnen zu Geld machen, um dadurch die gestohlenen 30.000 Euro wieder reinzuholen. Na siehst du, sieh mal hier, ein Autoschlüssel und Fahrzeugschein, ey. Na siehst du. Guck mal, der Gute, der heißt Nick Lang. Ich hab gedacht, wir kriegen noch nie seinen Namen raus. Ey, das nehmen wir mit. Das Auto, das habe ich vor der Tür parken sehen. Guck mal noch in den unteren. Was haben wir denn hier? Aber wir müssen ein bisschen hinne machen. Oh, guck mal, was Feines. Die nehmen wir auch noch mit, ey. Schnell, ja, komm, jetzt lass schnell machen. Ich habe ein unwohles Gefühl, lass mal hier raus. Ja, nicht nur du. Mir ging sowas der Arsch auf Grundeis. Also eins kann ich dir sagen, wenn wir das hier alles überstanden haben, parke ich nicht mehr im Halteverbot. Oh, Mensch, Leo. Ach, ist doch so. Sofort verkaufen die Amateurdiebinnen das Auto an einen zwielichtigen Händler, der ihnen 7.000 Euro dafür gibt. Noch völlig unter Adrenalin wollen die Freundinnen den Rest ihrer Beute aus der Wohnung von Heiratsschwindler Mick Lang gleich im Internet verscherbeln. Doch dabei werden sie gestört, denn plötzlich klingelt jemand Sturm. Scheiße, wer ist das? Ja, ich komme ja schon. Ja, bitte? Die Polizei. Leuschner ist mein Name, ist mein Kollege Thalbach. Tag. Wer sind Sie denn? Ich bin Mia Chiplik, hallo. Frau Chiplik, zu Ihnen wollten wir. Es hat einen Einbruch gegeben und der Nachbar des Opfers hat Sie wegfahren sehen mit dem Fahrzeug des Opfers. Das kann überhaupt gar nicht sein. Von welchem Einbruch reden Sie überhaupt? Welcher Diebstahl? Wovon reden Sie? Wenn Sie möchten, kann ich Sie mal aufklären. Wir gehen davon aus, dass Sie dort eingebrochen sind. Und wir würden uns ganz gerne mal in Ihrer Wohnung umschauen. Nee, das passt mir überhaupt nicht. Haben Sie nicht was Besseres zu tun jetzt? Nee, Frau Chiplik, haben wir nicht, weil jetzt sind wir hier bei Ihnen. Und wenn Sie uns so nicht reinlassen, dann rufen wir einen Staatsanwalt an, sind ruckzuck mit dem Beschluss wieder. Ja, dann machen Sie das, ja, weil ich lasse Sie eh nicht rein. Tschüss, ja, schönen Tag noch. Scheiße. Ey, was war denn das jetzt? Ey, bitte das schön. Sind die Bullen, Mann. Scheiße. Ey, gib mir sofort den Laptop pack hier. Pack die Scheiße weg, ey. Oh, Mann, ey. Ja, ich muss jetzt, warte mal, ich muss jetzt, sei mal ruhig, ich muss den Anwalt jetzt anrufen. Ja, aber ganz schnell. Hallo? Ja, Frau Chiplik hier. Wir haben ein kleines Problem. Die Polizei, die steht hier vor der Tür und die wollen hier in die Wohnung rein. Wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen jetzt. Ja, ja. Ja, okay. Scheiße, ey. Ja, oh. Ja, keine Panik. Was hat er gesagt? Jetzt. Ja, der kommt jetzt, der beeilt sich. Geh mal da weg jetzt. Das, nee, dann räumen die doch mal ordentlich doch direkt. Oh, Scheiße. Oh, was ist das? Pack, du, nee, pack das auch mit weg hier. Don't bury me. Heiratsschwindler Mick Lang hat die 31-jährige Clio Merz um 30.000 Euro betrogen. Dadurch ist der Schönheitssalon, den sie mit ihrer Freundin Mia Chiplik betrieben hat, pleite gegangen. Entgegen des Rats ihres Anwalts hat die 28-jährige Mia einen Rachefeldzug gestartet, sich an Mick rangemacht und ihn mit Clio bestohlen. Doch die beiden sind aufgeflogen. Jurist Klaus Pinkerneil soll helfen. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Sie einen Durchsuchungsbeschluss haben. Ja, selbstverständlich. Ich mache meinen Job nicht erst seit gestern. Wer sind Sie denn? Rechtsanwalt Pinkerneil. Ich vertrete Frau Chiplik in dieser Sache. Okay, na, dann können wir uns ja mal unterhalten. Wissen, was hier Sache ist. Gerne, erkläre ich Ihnen. Es gab einen Einbruch und der Nachbar des Opfers hat Ihre Mandantin mit dem Auto des Opfers davonfahren sehen und eine zweite weibliche Person mit dem Auto Ihrer Mandantin. Aha. Mehr haben sie nicht, also ich denke mal... Na, mehr habe ich nicht, der Nachbar hat sich das Kennzeichen gemerkt und dann so... Ja? Ja, na klar. Das ist ja mal originell. Sieh mal einer an, was ich da entdeckt habe. Mensch, Frau Chiplik, wirklich, also Hut ab, selbst gekocht. Meine Mandantin sagt jetzt hier erstmal gar nichts mehr. Musste, glaube ich, auch nicht. Ich habe jetzt gerade so einen Hals. Echt, da belabert man seine Mandanten bis zum Abwinken. Tu das nicht, lass die Finger von dem Typ, bestehl keine Leute. Und was bringt's? Nichts. Da baut man Vertrauen auf zur Mandantin und die reißt mit einer Aktion alles wieder ein. Ich werde jetzt erst mal sehen, was Sache ist und dann versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Die Freundinnen sind am Boden zerstört. Sie müssen mit zur Polizei und rechnen noch dazu mit einem Strafverfahren. Mia ist sauer auf sich selbst, weil sie nicht mehr Vorsicht hat walten lassen.
Da begegnet sie auf dem Flur des Reviers Betrüger McLang, der weder weiß, dass die Berlinerin seine wahre Identität kennt, noch, dass sie bei ihm eingebrochen ist. Was machst du denn hier? Ich. Jetzt sag nicht, dass du was mit dem Einbruch zu tun hast. Ja. Scheiße. Warst du das? Ja, es tut mir leid, ich kann's erklären. Hey, du hast mich ausgenommen, du hast mir die ganze Zeit was vorgemacht. Wir haben einen Termin von zwei. Einen wichtigen. Wie kann man nur so abgebrüht sein? Am besten hier hin. Ah, Scheiße. Sie haben ganz großen Mist gebaut. Ja? Aber noch haben sie es nicht alles versaut. Noch weiß dieser Typ nicht, dass sie ihm auf die Schliche gekommen sind. Und dabei soll es bitte schön auch bleiben. Aber jetzt hören Sie mal bitte auf mich, ja, in Zukunft. Ja, Ehrenwort, versprochen. Sie haben ja recht, Mensch. Auf Sie wird auf jeden Fall eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls zukommen. Da werden wir zwar wahrscheinlich mit Bewährung davonkommen. Ja, aber Sie versprechen mir jetzt ein für alle Mal, dass mit diesen Alleingängen jetzt endgültig Schluss ist. Sonst lege ich das Mandat schneller nieder, als Sie noch Entschuldigung piepsen können. Versprochen. Ehrenwort. Okay. Gibt's denn sonst noch irgendwas, was ich vielleicht wissen müsste? Denken Sie mal genau nach. Naja. Also, ich habe da so ein paar Briefe so mitgenommen aus der Wohnung. Naja, und das sind, ich habe es mir mal durchgelesen. Was sind das für Briefe? Naja, sind wahrscheinlich von den anderen Opfern. Aber zumindest haben wir jetzt deren Adresse. Die Briefe nutzen uns überhaupt nichts. Oder wollen wir auch noch ein Strafverfahren gegen Sie lostreten? Aber Sie sind sich jetzt zumindest mal einig, dass wir den Herrn ans Messer liefern wollen, ja? Mir? Ja, wir sind uns einig. Okay, passen Sie auf. Sie mailen mir die Adressen von den Damen, die in den Briefen stehen. Mehr nicht. Und dann versuche ich, mich mit denen in Verbindung zu setzen und vielleicht irgendwelche von denen zu überreden, dass die für uns aussagen und Strafanzeige erstatten. Okay? Machen wir so. Okay. Alles klar. So, aber jetzt keine Alleingänge mehr. Ne? Ja, hoch und heilig versprochen. Vielen Dank. Wir haben jetzt den Namen des Betrügers, seine Adresse und wahrscheinlich sogar die Namen weiterer Opfer. Wenn wir Glück haben, reicht das alles aus, um den Herrn ans Messer zu liefern. Je mehr Opfer übereinstimmend aussagen, dass er bei denen dieselbe Masche abgezogen hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vor Gericht zu einer Verurteilung kommt. Klaus Pinkernail macht sich sofort an die Arbeit. Dank der gestohlenen Briefe findet er 7 weitere Damen, die Heiratsschwindler McLang unter falschem Namen um tausende Euro erleichtert hat. Um ihnen die Scham zu nehmen, bittet der Rechtsanwalt alle um ein persönliches Gespräch. Als erstes Doris Janssen. Sagen Sie, wie war das denn jetzt ganz genau bei Ihnen mit dem Herrn? Ja, ich habe Arne vor zwei Jahren im Internet kennengelernt und ich dachte eigentlich, das wäre die große Liebe. Mhm. Und man kann es schwer beschreiben, aber er hatte irgendwie das Gespür für eine Frau. Richtiger Frauenversteher, ja, was? Ja, er wusste, was sie wollen und er gab es ihnen und ich habe ihm damals einfach alles geglaubt. Verstehe. Wie lange waren Sie denn eigentlich zusammen? 2 Monate ungefähr. Er hat damals in Köln gewohnt, aber er kam immer zu mir. Also ich habe von ihm nichts gesehen, keine Wohnung, nichts. Und seine Ex-Freundin ist wohl damals mit seiner ganzen Kohle abgehauen. Ach ja. Ja, und da muss er wohl seine Kneipe verkaufen. Mhm. Aber ich wollte ihm irgendwie das Gefühl in die Frauenwelt wieder zurückgeben. Ja, und dann hat er auch schon relativ schnell angefangen von Heirat zu sprechen, stimmt's? Ja, nach 2 Wochen sogar. Also er hat es da ziemlich eilig gehabt und ja, aber er wollte irgendwie nie meine Freunde kennenlernen. Aber dass er nach Berlin ziehen wollte, dachte ich, das wäre dann kein Dauerzustand. Ne? Ist genau die gleiche Masche wie bei den anderen Damen. Echt? Und dann wollte er irgendwann mal 10.000 Euro haben. Ja, er hatte wohl was von einer einmaligen Chance, sich in der Berliner Kneipe einzukaufen, erzählt. Und da musste er aber sofort zuschlagen. Und dann habe ich ihm das Geld gegeben. Er hat mir versprochen, das innerhalb von 2 Monaten wieder zurückzuzahlen. Aber ich habe ihn nie wieder gesehen danach. Lassen Sie mich raten. Eine Quittung oder Ähnliches hat er Ihnen natürlich auch nicht gegeben. Nein, ich habe gar nichts. Als hätte der Mann nie existiert. Ich gehe heute noch putzen, dass ich den Verlust wieder ausgleiche. Sagen Sie, warum haben Sie denn damals keine Anzeige gegen ihn erstattet? Was hätte ich denn machen sollen? Ich hatte nichts gegen ihn in der Hand. Naja, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, ich habe zu mehreren Frauen Kontakt, die der Kerl genauso übers Ohr gehauen hat. Und die Sache ist halt die, je mehr Frauen Anzeige erstatten, desto größer sind die Chancen vor Gericht, dass es zu einer Verurteilung kommt. Und wenn er verurteilt wird, dann könnten wir nachher uns hinten dranhängen und im Zivilverfahren versuchen, ihr Geld wieder zurückzuklagen. Würden Sie mich denn vertreten? Na ja, sicher würde ich das.
Okay, na dann ja, zeige ich dem Biskay doch an. Das ist sicher eine gute Entscheidung. Ja. Genau auf sowas bauen diese Betrüger. Nämlich, dass es den Frauen viel zu peinlich ist, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Umso wichtiger ist es aber auch, tatsächlich Strafanzeige zu erstatten, um den anderen Opfern zu zeigen, dass es auch anders geht. Klaus Pinkernail kann noch 3 weitere Frauen überzeugen, Anzeige zu erstatten. Einen Monat später sind die Ermittlungen abgeschlossen. In 5 Wochen soll gegen Mick Lang Anklage erhoben werden. Doch die Geschädigten, inklusive Mia und Clio, lassen es sich nicht nehmen, den Heiratsschwindler mit den vielen Namen zu konfrontieren. Na Björn, schon lange nicht mehr gesehen, wa? Ingo, ich hab mir Sorgen gemacht, wo warst du denn? Wie geht's denn deiner Mutter, deiner Kranken? Vor allen Dingen, was macht die schöne Finca auf Mallorca, mein Lieber? Schließlich habe ich ihr das ganze Geld dafür gegeben und ich konnte wegen dir Pappnase meinen Laden zumachen. Und du wolltest doch die Hochzeitstorte mit aussuchen. Meine Eltern freuen sich schon auf dich. Ich gehe jetzt putzen, Arne. Wegen dir kann mein Sohn nicht studieren. Und wenn ich Glück habe, habe ich es in 3 Jahren wieder raus. Hey, sag mal, was wollt ihr von mir? Gerechtigkeit. Und unser Geld zurück. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet. Lasst mich bitte in Ruhe. Sag mal, bist du nicht ein Fünkchen neugierig, was das Ganze hier soll, mein Lieber? Worauf soll ich neugierig sein? Darauf, wie wir dich gefunden haben. Das ist mir sowas von egal. Jetzt haut ab. Jetzt hör mir mal zu, mein Lieber. Du hast nicht nur meine Existenz ruiniert, sondern auch die meiner Geschäftspartnerin, mein Lieber. Ich glaube, die Person solltest du kennenlernen. Meine beste Freundin, kannst du bitte mal kommen? Ja, da staunst du was, ne? Du Idiot, hast du wirklich gedacht, du könntest mir vertrauen? Dein ganzes Gelaber von wegen bla bla, du liebst mich so, du findest mich so süß, für einen Arsch. Du bist der größte Loser, den ich jemals getroffen habe, echt. Du bist so arm. Ihr seid doch nicht ganz bei Trost, ihr seid wahnsinnig. Wir sehen uns vor Gericht. Diesen Blick, den werde ich nie vergessen, wie der da stand, völlig fassungslos. Ich weiß, dass ich ihm damit wehgetan habe, aber was sollte ich denn jetzt machen? Der muss dafür bezahlen. Sechs Wochen später. Mia und Clio haben wegen des Einbruchdiebstahls 6 Monate auf Bewährung bekommen. Heute wurde Mick wegen Betruges in mehreren Fällen zu einer 2-jährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Heiratsschwindler bereut seine Taten und will ein neues Leben beginnen. Mit Mia, für die er offenbar ernsthafte Gefühle hegt. Mia, warte, ich hab großen Mist gebaut. Ja, hast du auch. Jetzt warte doch, ich war nicht immer so, Mia. Mia, ich liebe dich. Keiner kauft dir hier dein Gesülze ab. Warte doch mal. Mia, lass mich doch erklären. Ich bin mein ganzes Leben lang verarscht worden. Ich hab gedacht, das muss so sein. Ich hab gedacht, wenn ich die Frauen nicht verarsche, dann verarschen die mich. Aber ich mach das wieder gut, bitte. Was willst du jetzt eigentlich? Sag mal, ein Oscar für den Schmiertheater hier? Oder was soll das? Mia, jetzt hör doch zu. Ich werde die Frauen entschädigen. Alle, auch die mich nicht angezeigt haben. Bitte gib mir noch eine Chance. Ohne dich hat das Leben keinen Sinn mehr für mich. Das war doch was Besonderes zwischen uns. Gib mir ein wenig Zeit, bitte. Warum hörst du dem Idioten einfach noch zu? Der wurde verurteilt. Und du, mein Lieber, ja? Dir glaubt eh keiner mehr, egal was du vorhast. Mia. Ja. Mia ist hin und her gerissen. Sie will es sich selbst nicht eingestehen, aber aus ihren Rachegelüsten ist aufrichtige Liebe geworden. Ich weiß, dass ich große Scheiße gebaut habe. Aber wenn ich jetzt die einzige Frau verliere, die mir was bedeutet, dann weiß ich nicht mehr weiter. Der 36-Jährige gibt nicht auf. In den folgenden 2 Wochen versucht er alles, um seine Traumfrau davon zu überzeugen, dass er sich geändert hat. Mia gibt seinem Drängen schließlich nach und trifft sich mit ihm. Auch sie kann Mick nicht vergessen, ist aber zutiefst verunsichert, ob sie dem verurteilten Betrüger trauen kann. Hey. Hey. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, ob ich komme. Bitte schön. Danke. Wollen wir einen Schritt gehen? Mhm. Hör zu, Mia, ich würde dir gerne was erklären. Ja, schieß mal los. Ich weiß, was ich getan habe. Dafür gibt es keine Entschuldigung, das ist klar. Ja. Aber ich würde dir ganz gerne mal erklären, warum. Ich bin alleine groß geworden. Ich musste mich immer um mich selber kümmern. Und ich musste um jeden Mist kämpfen. Und die Frauen, die haben mir das so unglaublich einfach gemacht. Ach, und das ist jetzt deine Entschuldigung dafür, dass du so viele Frauen unglücklich gemacht hast, oder was? Ja, das habe ich getan. Und das war mir auch immer egal, bis ich dich getroffen habe. Ist das jetzt dein Ernst? Halt mal den Ball ein bisschen klar. Mia, pass auf, ich verstehe das ja, dass du, ich kann dich auch nicht zwingen, mir zu glauben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich mein Leben mit dir verbringen will.
Das weiß ich mit Sicherheit. Und ich möchte gerne, dass du meine Frau wirst. Mia kann es kaum glauben. Doch ihre Gefühle sind stärker als ihre Bedenken. Sag ja. Ja. Als Freundin Clio von den Hochzeitsplänen erfährt, schaltet sie sofort Anwalt Klaus Pinkerneil ein. Die 31-Jährige ist überzeugt, dass die impulsive Mia vor lauter Verliebtheit ins Verderben rennt. Gemeinsam mit dem Juristen überzeugt sie die Braut in Spee davon, Mix Ehrlichkeit mit einem Treuetest zu überprüfen. So, also was wir jetzt auf dem Laptop sehen, das ist, was diese Taschenkamera filmt. Das heißt, wir können jetzt hier synchron mitverfolgen, was da drin passiert. Und meine Sekretärin wird dann nachher zu uns kommen und sagen, wie es gelaufen ist. Ganz ehrlich, was für ein Affentheater für Nix. Der wird da eh nicht drauf einsteigen, das weiß ich ganz genau. Und man muss dir zugeben, dass er sich geändert hat. Ach, abwarten. Das ist eine junge, attraktive, vor allen Dingen eine Geschäftsfrau. Ich meine, hey, sie hat Geld, sie ist einsam. Da geht der drauf wie nix, glaub mir mal. Zumindest macht Frau Hartwig das auch nicht zum ersten Mal. Sie werden sehen, die ist da ganz versiert und wird alle Register ziehen. Hallo, ist der Platz noch frei? Ja, wüsste nicht, warum der vergeben sein sollte. Normalerweise quatsche ich ja nicht einfach so Männer an. Aber nach so einem Tag wie heute, da brauche ich einfach nette Gesellschaft. Sie spricht ihn schon gleich an. Hab ich dir nicht gesagt? Ja, ansprechen ist doch erlaubt, oder dürfen die jetzt nicht mehr reden? Was ist denn passiert mit dem Tag? Hat er Sie geärgert? Sehr. Nur Geschäftstermine. Ich komme eigentlich aus München und habe dort ein Bauunternehmen. Und jetzt möchte ich hier eine zweite Filiale aufmachen und musste mich den ganzen Tag mit solchen Vollidioten herumschlagen. Hey. Und dann ist auch noch mein Auto kaputt gegangen. Und jetzt muss ich hier noch im Hotel übernachten. Das ist ein schweres Schicksal, das sage ich Ihnen. Aber wissen Sie was? Das ist super, dass Sie mich getroffen haben. Ach ja? Ich kann Sie ein bisschen aufheitern. Aha. Mhm. Was? Wissen Sie was? Mein Hotel ist hier ganz in der Nähe. Wie wäre es denn mit einem Absacker? Vielleicht habe ich den falschen Eindruck vermittelt. Ich finde Sie sehr attraktiv. Aber ich bin gebunden. Ja, jetzt musst du mal zugeben, dass er sich geändert hat, oder? Ich würde es dir ja wünschen, aber der wird sich nie ändern. Ich bin treu und ich bin im Moment sehr verliebt. Okay? Nichts für Unmut. Ey, der geht. Scheiße, der geht. Pack das Ding ab. Hä? Was habe ich gesagt? Okay, ist weg. Das war ja wohl nichts, oder? Na ja, abwarten. Ja. Der hat mir zu viel getätschelt. Ja, er war ja wohl eindeutig. Jetzt warten Sie mal ab, was Frau Hartwig sagt. Mhm. Bin ich mal gespannt. Und unsere Testperson hat bestanden, oder? Am Anfang dachte ich erst leichte Beute, aber dann hat er mich eiskalt abblitzen lassen. Ja. Siehst du? Was habe ich gesagt? Jetzt kannst du ja zugeben, dass er sich geändert hat. Mhm. Sieht tatsächlich so aus, dass Herr Lang geläutert ist. Aber versprechen Sie mir eins, wenn das jetzt eine Beziehung wird, trennen Sie alles Private vom Geschäftlichen. Ja? Ja. Ich wünsche Ihnen klar. Alles erdenklich Gute. Ja, trotzdem vielen Dank. Danke auch nochmal, ne? Erst kriegt er ihr den Ausschnitt und dann macht er die Fliege. Da stimmt doch irgendwas nicht. Allen Warnungen zum Trotz will die 28-jährige Mia Chiplik ihren Verlobten Mick Lang heiraten. Der 36-Jährige ist ein verurteilter Heiratsschwindler, doch er beteuert, die Kosmetikerin aufrichtig zu lieben. Ihre Freundin Clio ist strikt gegen die Hochzeit. Sie hat sogar einen Treuetest arrangiert, der allerdings bewiesen hat, dass Mick es tatsächlich ernst meint. Doch kurz vor der Trauung kommt es anders als erwartet. Frau Chiplik, was ist denn jetzt? Ich kann nicht länger warten. Ich habe ihn noch nicht erreicht, es tut mir leid. Können Sie nicht noch eine Minute warten, bitte? Haben Sie denn überhaupt erreicht? Nee, ich kann mir das auch überhaupt nicht erklären. Ich glaube, er steckt im Stau, aber der müsste gleich kommen. Bitte, bitte warten Sie. Hören Sie, so geht das nicht. Ich habe einen Zeitplan einzuhalten. Es tut mir schrecklich leid für Sie. Mädel, sieh's ein. Dein Typ hat kalte Füße bekommen. Sind wir jetzt dran? Es tut mir wirklich leid, so einen kleinen Moment bitte. Es tut mir wirklich leid für Sie, aber klären Sie das in Ruhe und dann machen wir einen neuen Termin. Darf ich dann bitten? Mia ist verzweifelt. Sie hat keine Ahnung, was hier vor sich geht und ruft in ihrer Not ihre beste Freundin Clio an. Ja, ich gehe jetzt erstmal zu Hause schauen.
Ich habe eine scheiß Angst. Der wird mich doch nicht einfach so versetzen. Da muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Der Verdacht liegt nahe, dass Mick rückfällig geworden ist und Mia, wie seine früheren Opfer, darunter auch Freundin Clio, nur belogen und betrogen hat. Was machst du denn zu mir? Na, ich wollte dich nicht alleine lassen. Weißt du was, was ich nicht weiß? Nein, weiß ich nicht, aber ich habe eine blöde Vorahnung. Okay. Hallo, Mick? Mick? Scheiße, Steuerbüro. Hallo? Mia, komm mal bitte. Ja. Ich glaube, der ist für dich. Wie? Hast du wirklich gedacht, liebe Mia, dass du was Besonderes bist? Und was sollte der Test? Ich habe die Kamera gesehen. Bei dir ging es mir wirklich nicht ums Geld. Ich wollte Rache. Ein schönes Leben. Der hat mich nur verarscht. Komm, setz dich erst mal hin. Was sollen wir denn jetzt machen? Unsere scheiß Kohle. Das kriegen wir schon alles hin. Setz dich jetzt erst mal hin. Guck mal, wir haben noch... Alles ist vorbei. Es ist nichts vorbei. Guck mal, wir haben den Anwalt, da geben wir den hin und... Nein, das ist voll von Arsch. Mick hat Mia eiskalt abserviert. Schmerzhaft muss sie erkennen, dass der Betrüger diesmal zwar kein Geld, dafür aber ihr Herz gestohlen hat. Mia lässt sich überzeugen, Anwalt Klaus Pinkerneil einzuschalten. Mit seiner Hilfe machen sie Mick auf Mallorca ausfindig, drohen ihm mit der Polizei und zwingen ihn dazu, seine Finca zu verkaufen und den Frauen die 30.000 Euro wiederzugeben. Davon können die beiden Kosmetikerinnen ihren Schönheitssalon wiedereröffnen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dankbar wir Ihnen sind, dass wir jetzt unser Geld wiederbekommen haben und unser Laden, unser Baby wieder haben. Vielen, 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 vielen Dank nochmal. Na, ich hab's doch gern für Sie gemacht. Ja. Und wissen Sie, was das Schönste daran ist? Wir werden Sie ein Leben lang gratis behandeln. So lange vor allen Dingen. Nun, meine Güte, hätten Sie doch mal lieber einen Massagesalon aufgemacht. Aber ich glaube, die gute Beauty-Maske, auch wenn sie so schön nach Erdbeer riecht, jeden Tag wird das nicht nötig sein. Ach nee, außerdem sehen Sie dann schön frisch und knackig drauf und jetzt entspannen Sie sich mal. Vor allem die Mädels werden Ihnen die Bude einrennen. Gott, so viel Zeit habe ich doch gar nicht. Ich habe da so eine Idee, vielleicht können wir auch irgendwas auf der Plaid machen. Ja, vielleicht. Naja, da gibt's so was Effektiveres. Unsere tolle Warmwachsbehandlung. Oh, oh Gott, nein! Ja, das wäre vielleicht was. Mick Lang hat sich nie wieder bei Mia, Clio oder einem anderen Opfer gemeldet. Dank ihrer Freundin und ihres florierenden Ladens hat es Mia geschafft, über die Enttäuschung hinwegzukommen und ist jetzt wieder bereit für die große Liebe.